Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Incognita, jetzt zum zweiten Flur gerannt. Okay, hier zu dritt sind wir. Das ist sehr schön, der kann direkt looken. Hat vorhin ja irgendwie nicht geklappt, aber jetzt geht's plötzlich. Okay. Da können wir auch looken. Da geht's schon mal nicht weiter, da ist ein Lärmpegel-Ding. Das fängt ja schon mal gut an hier. Jo, und wir machen aber auf. Und hoffen das Beste. Looking Sue. Da ist ein Shop, der mir nichts bringt gerade. Okay. Ja, was machen wir? Da ist sowas zum Hängen. Und auch irgendwas Gefährliches scheinbar. Okay. Bis dahin hört er mich nicht. Und da hört er wohl auch nicht hin, oder? Doch, aber nur bis dahin nicht. Okay. Oh ja, bis dahin hört er nichts. Okay. Das heißt, ich kann die da ruhig hin bewegen. Ja. So, dass wir nachladen, scheinbar. Der Typ ist unser Heiler quasi auch und. Er kann den nutzen für richtig viel K.O.-Damage. Das ist perfekt. Okay, ich möchte mich mal hier umgucken. Und looking. Ich sehe da nichts. Ich sehe da wirklich nichts. Hier. Ja, da ist die dumme Kamera. Na gut. Jetzt habe ich sie gesehen. Muss hier leider schleichen mit denen. Darf nicht zu viel Lärm machen. Okay, da geht's auch weiter, wie es aussieht. Jo, meine Schleichleute hier. Das sollte er mir nicht hören, genau. Dann starten wir weiter zum Sneaken. Und, ja. Space Watch, genau. Jo, dann beenden wir wohl erstmal. Trotz dem Alarm brauche ich unbedingt. Ja, ich weiß. Brauche ich unbedingt das Ding, trotz allem. Auch wenn ich jetzt die ganze Zeit gesehen werde, obwohl. Genau. Das hilft mir ja dann doch irgendwie. Leider hat man nur ein AP immer. Okay. Kann hier, wenn ich es richtig sehe, und dann kann er aufhören zu sneaken. Ja, machen wir es auch so. Und machen hier erstmal Türen auf. Okay, da scheint auch wieder eine Gefahrenquelle zu sein. Okay. Da muss ich auch aufpassen, wie es aussieht. Aber wir gehen mal hier, weil. In using irgendwas gefährliche Waffen. Ja. Und mit dem gehe ich wahrscheinlich hier weiter runter irgendwie. Jupp, das machen wir so. Oh Mensch, wir haben schon ziemlich viel kassiert. Okay, ist er da jetzt oder was? Ja, das scheint da zu sein. Okay, jetzt schleiche. Kann ich ihn nicht verhauen. Okay. Ist überall gefährlich. Da ist eine Kamera, okay. Die kann ich wegschalten. Dann starten wir schleichend hier unseren Weg. Okay. Und er läuft den Weg, wo er eindeutig gesehen wird wahrscheinlich. Egal. Ja, hier wird er eindeutig gesehen. Dachte, er wäre eine Mauer oder so. Na egal, dann öffne ich die Tür und gehe mit ihm auch in den. Nein, er schaut wieder so rum. Das ist doch nicht schlau. Okay, bin ich mit dem schon gelaufen? Ich weiß gar nicht. Nee. Fast hätte ich einen Zug verpasst. Okay.
Ich mache hier erstmal die Tür auf und schau mich um. Da ist scheinbar keine Gefahr. Okay, das ist auch nichts, was mir gerade hilft. Ach, der hat noch ein paar Züge, ne? Keiner von denen. Na gut. Dann nächster Zug. Okay, Glück gehabt, da ist nichts weiter. Okay, machen wir den nochmal und schauen uns um. Über Computer, wie es aussieht. Ja, da ist der Exit nebenbei. Okay. Hier ist auch ein Computer. Das ist schön zu wissen. Wir machen hier noch die Tür zu. Gehen hierher und sammeln die Karte auf. Und hacken die Konsole. Genau, dann gehen wir hier weiter. Nehmen trotz allem geht jetzt nicht, weil ich ja keine AP schon verbraucht habe, alles. Okay. Da ist auch eine Tür, wie es aussieht. Wir nehmen erstmal den Weg. Und schauen uns hier um. Oh, die Gegend ist relativ groß, wenn ich das mal so sagen darf. Scheint nichts zu sein, okay. Okay, wir können nicht sehr weit gehen. Wir machen so lang mal so. Okay, sehen, was hier noch passiert. Wohl. Jetzt habe ich den schon benutzt, nicht wahr? Okay, der ist am Schleichen. Unser einer ist nicht mehr am Schleichen. Okay, gehen wir dahin. Schauen uns mal hier um. Jo, dann Locking zu irgendwas. Da ist wieder sowas. Der sagt jetzt Kameras, oder? Ja, überall Kameras. Wow, und das ist eine richtig große Karte. Richtig groß. Okay, hier kann ich auf jeden Fall durchrennen. Und hier lang. Und wir gehen in den Overwatch. Watching. So over. Mind. Nee, aber okay. Und dann gehen wir weiter. Okay, der Typ läuft jetzt irgendwie rum. Durch überall hier irgendwie. Okay, hier sind einige Wachen. Die laufen den Weg, den ich nicht gehen werde, dann einfach mal. Und hier haben wir da nichts. Keiner, ne? Nur Probleme haben wir hier. Okay. Ich kann ja den Weg trotzdem gehen, kurz, um noch was zu hacken. Der schleicht ja nicht. Ja, ich möchte weitergehen. Und zwar 1, 2, 3, 4, 5. Was ich auch mal von hier schon hacken kann, ja. Okay. So können wir auch weiter. Okay, jetzt können wir noch mehr hacken. Hier gab es auch noch eine Kamera, okay. Ist doch die einzige, die wir noch hacken können. Okay, dann gehen wir doch. Schauen, was hier ist. Wir sind nur Computer und da wird noch ein. Naja. Ein Tresor. Aber dahin zu kommen ist reiner Selbstmord, wenn ich das mal so sagen darf. Schaut mal. Wir gehen mal hier weiter. Okay. Oh Mensch. Ich hoffe, da passiert jetzt nichts Großartiges. Das möchte ich jetzt mal testen. Ich möchte Overload in dem hier machen. Okay. Für zwei Züge sind die dann K.O. Sehe ich das richtig, dass er da ist? Den knocken wir mal aus. Hat aber nichts gebracht, wie es aussieht. WTF haben die Nocken ziemlich abgeschwächt, wenn ich das mal sagen darf. Ja, das war nicht sehr toll. Absolut nicht. Das war sogar mehr als nicht toll. Das war mies. Das macht scheinbar nur noch Schaden, jemanden zu verkloppen. Ja, okay. Kein K.O. mehr, wenn man jemanden aus, also zusammenkloppt. Das war den wohl zu, naja, was sagt man, zu stark.
Ach ja, den können wir noch benutzen. Damit sind wir auf jeden Fall fertig, wenn wir hier sind. Okay, sollten wir weitergehen. Hier wird noch was. Na, mit dem gehe ich nicht weiter. Einen Menschen haben zum Fliehen ist immer okay. Da, weg mit dir. Okay, jetzt macht der Taser natürlich wieder Sinn. Wenn man nämlich nichts anderes sonst machen kann. Okay, schauen wir mal. Ne, der interessiert es schon mal nicht. Können wir da jetzt eigentlich jedes Mal Overload aktivieren? Ist aber nichts passiert scheinbar. Oh, wir haben den kaputt gemacht oder was? Scheinbar. Na gut. Das brauche ich nicht mehr. Ich schleiche hier nicht mehr rum. Ja, halt machen wir trotzdem mal die Tür zu. Sicher ist sicher. Hier ist eine Tür, die folgt aber in den anderen Raum. Gut. Wir haben nicht mehr unendlich viel Zeit, darum sollte ich mich so langsam beeilen. Hier habe ich nichts gesehen vorhin. Hier geht's auch hier weiter. Okay, theoretisch kann ich also da lang. Ja, ich kann auch praktisch da lang. Gehen wir auch mal praktisch da lang. Und ja, machen wir erstmal fertig hier. Okay, also Overload, Overuse zweimal benutzen. Overload heißt Sachen kaputt machen scheinbar. Okay. Und weil mich das ankotzt, weg mit dir. Und kann dann nämlich einfach weiterlaufen. Okay, und mit dem laufen wir auch mal hier lang. Ein Weg hat er noch. Okay. Hier wäre aber auch was. Und da haben wir auch ein paar Wachen natürlich. Logisch, immer. So. Oh Junge, das wird nicht gut enden, wenn das so weitergeht. So langsam müsste er hier aufstehen, aber wahrscheinlich ist er das schon. Okay, 2 Damage gemacht. Wow, der haut ein K.O. Wieso kann er das machen? Wieso kann er ein K.O. hauen, aber meiner konnte das nicht? Das ist sehr verwirrend, ehrlich. Ja, was machen wir hier? Nichts, der haut mein K.O. und dann wollen wir mal sehen. Egal. Wachen können ein K.O. hauen. Das weiß ich jetzt auch. Okay, ich fürchte, ich werde den Weg nicht nochmal gehen. Ich habe Angst. Ich glaube, ich habe einen verloren auch. Ja, was sagt man dazu? Hylos. Ah, damit kann ich auch. Okay, jetzt weiß ich das auch. Was macht er jetzt so in meinem? Oh, schaut her. Den sichert er. Wie toll. Kann ich den nicht verkloppen? Och Mensch. Nee, das war's wohl mit dem. Er wird in Gewahrsam genommen. Okay. Nicht sehr fein. Das habe ich nicht sehr gut gemacht. Aber ich möchte das weiter beobachten. Das gleichzusetzen mit Tod? Weiß ich nicht, aber. Naja, solange er dort ist, ist er festgesetzt, scheinbar. Na egal, weg. Wir fliehen einfach ohne meine dritte Einheit. Tut mir zwar leid, aber ich will nicht noch alle anderen verlieren. Dass er den einfach so zusammenhauen konnte, war auch übel. Das wusste ich nicht. Na gut, jetzt wissen wir es. Ich glaube, Leute allein lassen ist nicht mehr so gut.
Jedenfalls bedanke ich mich fürs Zugucken und ja, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann, alles Gute und ciao.